zurück in Until Dawn. Und wir sind Mike. Das sieht so ein bisschen so ähnlich aus, wie der angestrahlt wird jetzt, so von vorne, von der Seite aus. So von der, das ist so ein Spiegelbild fast. Die Mike Haare ist Moment gut auch. Bewaffnet. Der hat ich auch. Eine Mad Max Shotgun und eine Fackel. Und wir wissen ja, Feuer, das mögen sie nicht so. Wie irgendwie die meisten Lebewesen, die ich kenne. Ich versuche ein bisschen deine Mimik nachzumachen. Mhm. Na los, dann jetzt mal los jetzt hier ein bisschen. Du hast so lahm gespielt in der letzten Folge, da ist mir fast das Gesicht eingeschlafen. Ich hoffe, jetzt aber sorgst du für ein bisschen Spannung. Aber wir haben eine tolle Waffe gefunden. Zwar nicht so richtig viel Munition mitgenommen. Ich glaube, hier noch irgendwas ist. Nein. Aber wie waren das? Vielleicht 5 Patronen, wow, die ihr mitgenommen habt? Eine gute Handvoll. Oh. Totem. Ich bin ein bisschen müde. Okay, na danke. Gefahr-Totem, ja, das sieht mir nach Gefahr aus. Die greifen an. Aber was hilft uns das denn? Keine Achtung, Ahnung. Wendigo. Ach so. Ja, danke. No shit, Sherlock. Ja, aber vielleicht ist das wirklich, dass man dann in dem Moment irgendwie eine zusätzliche Chance hat oder so, weißt du? So, ja, vielleicht. Ja. I don't know. Der geil auf dem Friedhof. Das brauchen wir. Indianer-Friedhof. Ne, ist kein Indianer-Friedhof. Sind ja keine Kreuze. Großer Kopf. Provisorischer Friedhof. Da haben sie die Bergarbeiter dann gelassen. Ich glaube ein bisschen zurück. Mein Gott, warum ist das? Was ist denn los, Christian? Keine Ahnung. Und jetzt hier vorne nach links. Genau. Oder ist da noch ein anderer Weg? Nee. Da mag er nicht lang. Vielleicht war es auch gar nichts, wenn hier draußen das mal erkunden können, das war. Vielleicht doch da. Da nicht. Aber es gab doch gar nicht noch groß andere Wege. Komm mal, jetzt einfach mal. Nee, ja, will er nicht. So viel ist ja eigentlich auch immer nicht mit irgendwie einem falschen Weg gehen. Aber dann kommt jetzt bestimmt irgendwie so ein Wuhu. Ein Wuhu. Ja, eine böse Überraschung. Oder kann man aus dem Gebäude nach vorne noch raus? Wir können ja mal ganz zurückgehen, wo wir hergekommen sind halt, ne? Ja, oder halt vorne durch die Haupteingang. Probieren wir das hier mal. Hier ist zu, oder? Der andere. Da wackelt er immer nur dran. Kann ich noch einmal machen? Vielleicht schießt das auf jetzt. So. Er schießt doch sonst immer. Ah, weil wir dann doch nicht ohne Waffe gehen können. Ja, dann geht's. Ach, schade. Ja. Jetzt hol wenigstens jetzt neue Munition. Du hast schon eine verschossen. Das ist auch eine Doppellader. Er verschießt ja immer 2 auf einmal. Das heißt, er kann echt nicht oft damit schießen, ne? Ja. Und er lädt es auch gerade nicht nach. Das ist der Weiße. Hey, Großer. Genau. Ja. Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Wie ist der Plan? Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kannst nicht besser sagen. Der guckt, der Wolf ist alles super. Er hat nicht nachgeladen, ne? Nee. Wahrscheinlich macht er das, wenn er angegriffen wird. Perfekt. Sicherheitshalber. Das Gegenteil von mir. Bei mir im Shooter, wenn ich irgendeine Waffe mit 120 Schuss habe, habe ich 3-mal geschossen, sofort nachladen. Nachladen, ja. Und dann, wenn man um die Ecke läuft, dann wird man sofort erschossen von jemand anders. Ja. Ja, Klassiker. Er macht es genau umgekehrt. Gut, Mike. Warning, this area closed off. No entry, danger. Okidoki, Mann, ganz ruhig. Wäre ich bloß so gelenkig wie du? Einladende Location. Schon. Irgendwo hat da was geleuchtet. Ah, okay. Da war einmal was. Ja, mehr ist da nicht. Ich glaube, das Licht lässt das schon von ziemlich weit scheinen. Okay. Ja, manchmal kann man schon was übersehen. Versuchen wir es. Cool. Ein
Schleuse hier. Na ja, gut, das ist halt jetzt die geschlossene, ne? Das ist so der Klassiker, der schief gehen kann. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Tension Area. Hinweis entdeckt, Arztbericht. Befundener Arzt Dr. W.B. Cathcart. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome, Blässe, Hautverfärbungen, schwerer Vitamin-D-Mangel. Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischen Ereignissen, unstetes zwischenmenschliches Verhalten. Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Erwartete, aber nicht beobachtete Symptome. Mangelernährung, Skorbut, durchschnittliche BMI nur 3% unterhalb der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssten tot sein, ne? Haben anscheinend genug zu essen gehabt. Mhm. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptabler Bereichs, keine Erfrierung anscheinend. Keine Gebrechlichkeit, Schwächen, keine Aufblähung von Schienbein, bla bla bla. Also eigentlich alles, was sie hätten haben müssen, hatten sie nicht gehabt. Ja. Empfohlenes Vorgehen, unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringend empfohlen, Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken, Beobachtung rund um die Uhr. Sie haben sich halt gut ernährt, ne? Scheint sehr gesund zu sein. Vielleicht jetzt unsere neue Diät. Nur empfehlen. Ja. Oh. Boah. Ach, das ist der schwarze Hund. Mhm. Oh, meine Scheiße. Der ist ganz schön hinüber. Ach du Scheiße, bin ich da nur wieder reingeraten. Kannst du dich bewegen? Noch nicht. Ne. Jetzt. Schau mal hier noch links rein. Mhm. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Dann haben sie sich da drin verwandelt. Und sind da rausgebrochen. Beziehungsweise, ob er sie da reingelockt hat? Let us out, we are starving, freezing. Lass uns raus, wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen, hört auf uns zu testen. Ah, okay, da haben sie dann schon gemerkt, dass die nicht ganz in Ordnung sind, die Leute. Ja. Und haben sie dann für Tests da eingesperrt. Naja, die sind ja durchgedreht, das stand in den Berichten auch, die Leute, die Wärter angefallen. Klar. Und, Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. In der Tat. Irgendwann steht der dann einfach so irgendwo, so in einer komischen Perspektive. Oh! Aha, oder er klettert einfach im Hintergrund da hoch. Obwohl es ein bisschen komisch ist, es wirkte so, als hätte der den George gar nicht bemerkt, dass der da lang geht. Ich habe irgendwie gerade einen Termin gehabt oder so. Halloween.
Die fand ich aber nicht so gut. Zu ja, langsam. Die mochte ich auch immer nicht. Ach, das ist ja witzig. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo dieser Ausschnitt einfach so, da wurde irgendwas kommentiert, lief einfach so im Hintergrund. Mhm. Lief einfach so. Und da dachte ich, ich habe nicht so doll darauf geachtet, was da eigentlich lief und hatte das Spiel gar nicht so wiedererkannt. Und so gedacht, was ist das denn für ein Spiel? Ja, wenn man jetzt nur so mit der Fackel auch, ne? Ja, ja, ich hatte auch die Figur nicht wiedererkannt. Weil jetzt sehe ich, dass der Josh ist. Josh ist. Sie wissen, was ich meine, meine Damen und Herren. Film gucken. Da ist er auf dem Stuhl. Ist das der Stuhl, ja, oder? Ja. Weil ich vielleicht ein bisschen durchdrehen hatte, wackelt er ganz schön rum. Jetzt befreit er sich der Grad. Verwandelt er sich ja gerade schon komisch. Oh. Und klettert die Wand hoch, ja. Warte, jetzt kommt gleich die Krankenschwester zurück. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Gut, ist jetzt kein Spielberg, aber so schlecht war er auch wieder nicht. Vor allem, ihr müsst ja wissen, dass das wahrscheinlich das ist. Er weiß ja inzwischen genauso viel wie wir. Da Mike, bin ich mir nicht so sicher. Guck mal noch hier, nach hier vorne. Ja. Haben sie inzwischen übrigens schon eine Fortsetzung angedeutet, ne? Das verkauft sich ja wie eine gerne machen ganz wollen. Ordentlich, oder? Ja. Von daher. Eine offizielle Zahlen haben sie noch nicht, oder? Hast du deine Anekdote vom Mediamarkt erzählt? Offizielle Zahlen haben sie nicht, aber es war zum Beispiel das Most Trending Game im August auf YouTube. Okay, cool, cool. Ist auch super. Confidential. Blackwood Pines, Blackwood Sanatorium. Ärztlich untersuchen Patient Nummer 9. Verlauf der Skeletthyperostose. Vertraulich. Tag 4. Epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereichs. Posttraumatische Kyphose. Hornhautdystrophie und Linsentrübung. Sehschärfe 20 von 160. Tag 9. Das sieht ja schon komischer aus. Mhm. Extreme Perforation der Nasenscheidewand. Anspitzung der Zähne. Scheiße, Tag 12. Länge der Oberkiefer-Eckzähne 3,8 cm. Hornhautödem. Sehschärfe aber besser geworden. Epidermale Verhärtung Hornschicht 1,3 cm. Hornhaut überall anscheinend. Scheiße. Okay. Das ist fies. Was sich schön verwandelt halt, ne? Aber da haben sie dann halt ihre Experimente auch gemacht, ne? Schieb mal. Boah, da sitzt einer. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Leiche. Na, zum Glück haben wir genug Munition für die Türen mitgenommen. Genau. Heilige Scheiße. Ah, das ist bestimmt. Wer ist dieser Kerl? Der die Aufzeichnung gemacht hat, oder? Sorry, Alter. An den Finder dieser Nacht. Ja, yes. Nochmal, danke. So, jetzt. An den Finder dieser Nachricht. Das Gesicht eben dann dahinter nochmal kurz vorkam. Sie sterben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Hm. Ja, sonst hier nichts mehr. Sich hier verbarrikadiert oder was? Hm. Hat aber scheinbar funktioniert, ne? Ja. Hilft dir bloß auch nichts, wenn du nicht mehr rauskommst. Nö, klar. Leider hilft dir das dann auch nicht viel. Oh, wie
die Schatten so rumtanzen, ey. Oh. Nee, Schattenwurf ist total cool gemacht. Das gefällt mir echt gut. Immer denkt man, na, da ist irgendwie was. Da waren wir jetzt schon, oder? Ja, hier kann man raus. Da kann man raus aus dem. Okay. Mann, das wird so schlimm werden. Das muss ja jetzt bald irgendwie losgehen. Das ist gerade dein Hals, der so knackst. Da? Ja. Oh, Scheiße. Ja. Ah! Dir fällt dein Hals, dein Kopf bestimmt dann auch mal. Ich glaube auch, es hört sich so an. Bisschen verspannt. Doch kein Wellness-Wochenende gehabt. Da war der Wolf schon, ja. Nicht drauf schießen. Nee, hab ich jetzt nicht vor. Willst du, dass man es machen kann? Eine scheiß Ratte? Da drauf schießen, bitte! Wie viele Schuss hat er eigentlich? Ohne nachzuladen. Ja, wie viele Schuss hat er drin eigentlich? Nach links. Geradeaus. Oh nein, da muss ich stillhalten. Wirf die Fackel. Oh, aus. Bei Autos versteckt man sich im Schrank, genau. Nicht im. Okay, nicht. Jetzt haben wir. Nicht rausgucken. Das war so klar. Ah, jetzt erinnert es sich an die Machete. Schnell! Nein! Nein! Ich hab mich auch nicht mit dem Dings gerechnet. Mit dem Quicktime-Event. Du musst immer mit dem Quicktime-Event rechnen. Überhaupt nicht jetzt gerade. Ich dachte mir gerade die Sequenz angeguckt. Warum zeigt das denn mit dem Finger? Was soll denn das? Und dann. Das hab ich überhaupt nicht gesehen da unten. Oh nein, stillhalten, fuck. Scheiße. Puh, oh. Oh nein. Ja, ist aber Ace echt wie Nathan Drake, oder? Dass er immer alles kommentieren muss. Okay. Komm schon. Ja, die ganze Zeit. Oh, sind wir auch wie Nathan Drake? Ich glaube ja. Cool. Wo steckst du? Schuss. Das ist ein verdammter Albtraum. Vorsicht, Vorsicht. Die Sequenz haben wir gesehen. Ich hoffe. Einer nach dem anderen. Einer von den Toten. An mir ist genug für alle dran. Das war knapp. Weiß nicht, ob man auf die schießen muss. Die sind ja eingesperrt. Ja, aber es hält die. Ja, aber dann kommt nicht, dass er durch später fehlen, die Schuss. Ja, wir haben genug Schuss, unendlich. Wir haben jetzt schon mehr, als er eingesammelt hat. Das haben wir gesehen. Ich glaube, das schwächt ja ein bisschen halt. Oh, ein bisschen eine Weile. Hat er ja auch geschrieben, dass sie davon. Egal, ich will konzentrieren. Ja, keine Lust mehr. Oh.
Oh oh. Aber hier hat er die eingesperrt. Was jetzt? Was jetzt? Nach vorne drücken, nach vorne drücken. Was hast du gemacht? Was soll ich machen? Nicht. Ja, schnell. Oh ja, sehr gut. Voll. R, zwei. Ja, mach ich schon. Und zur Seite drücken. Ja, 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 komm! Wow. Oh, der Bendigo-Geist daraus. Ja. Egal, was ich mache. Aber ist der jetzt in Dings reingeflogen? Nein. Schnell! Okay, ich glaube, auf den Schreck machen wir mal eine kleine Pause. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.